Das muss man immer noch einstellen. Damit beginnt, das wird nicht rausgeschnitten, oder? Ich frag mich schon, warum ich hier so ein... Ja, film mich schon. Schon mal ein Skateboard-Schuh eigentlich gezeigt? Geil, oder? Das, wie gesagt, das sind Orthopädenschuhe. Die sind echt interessant. Skater, geil, alte Zeit. Das ist meine Jugend. Können wir mal, ja? Ach, du filmst schon, oder was? Ah, gut. Du Spasti. Ja, ich schien zufällig hier. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum nächsten Video von Gutachter Mainz. Ich war relativ lange offline. Sorry, aber übelst viel zu tun. Die Eintragung komplett bis oben hin, von kleinen Eintragungen, also 19221, bis Importfahrzeuge. Dann habe ich mega viel Motorswaps. Also jetzt kommen sie alle aus den Löchern, weil wir haben die ersten Sonnenstrahlen. Jeder will alles schnell eingetragen haben. Geräuschmessung ohne Ende. Ich bin komplett landunter, also teilweise 14 Stunden am Tag. Und ja, Samstag, Sonntag komplett durch. Wie gesagt, jetzt bin ich da. Ich habe den Raphael dabei mit seinem Camaro ZL1, müssen wir euch unbedingt zeigen, mega Kiste, gefällt mir echt gut das Projekt. Der Raphael war bei mir zwecks Eintragung von Spoiler Kit. Das sind Carbonteile, ja. Carbonteile. Und ja, stellen wir den Raphael und das Auto mal vor. Raphael, schieß los. Warum ein Camaro? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, ja. Das war einerseits, weil die Community ist sehr gut von den Amerikanern, praktisch von den, auch von den Treffen hier. Und damals war ja praktisch, als Transformers war, kam ja der Camaro so als EU-Modell nach Deutschland. Und da habe ich mir gedacht, das ist schon cool, weil da sieht man so den Preis. Und das hat damals, glaube ich, 39.000 Euro gekostet für 432 PS. Es war halt schon gut. Das ist einfach so, und dann konnte man sich als Sterblicher irgendwie leisten. Okay, das ist schon gut. Habe mir den angeguckt damals. Und habe irgendwann gesagt, okay, ich will jetzt einfach noch mal mehr haben. Ja. Und habe dann einen Zettel 1 geholt und den Zettel 1 1LE mit diesem Track-Performance-Paket, mit dem das so, mit der Theke hinten drauf und diesen Kanner, diesen Diveplanes. Den gab es halt nicht mit der Automatik-Variante und ich fand diese 10-Gang-Automatik wirklich einfach toll. 10 Gänge? 10 Gänge. Ey, also... Und wir haben 5-Gang-Automatik gehabt, 6-Gang-Automatik, 8-Gang gibt es ja bei Mercedes, bei Audi findest du ja die 8-Gang problemlos, aber 10-Gänge, das ist übel. Ich fand das einfach gut. Klar, die 6-Gang-Handschaltung hat natürlich sowas Brutales, das ist halt schon so ein geiles Feeling. Aber ich dachte mir dann so, die 10-Gang, die will ich haben. Ja, da habe ich mir in der Fall, okay. 10-Gang ist krass. Bevor man irgendwie die Autos gar nicht mehr bekommt, habe ich dann gedacht, okay, dann muss das, ich will es einfach haben. Darüber. Optisch definitiv ein Highlight, die komplette Front, also selbst wenn sie jetzt nicht aus Carbon wäre, ja, finde ich echt brutal. Ne? Also riesen Lufteinlässe, komplett über das ganze Fahrzeug und auch extrem monströs. Und so wie du auch gesagt hast in dem Film, ist das halt schon eine Maschine gewesen. Ne? Das ist schon mega. Ja, mega Optik, gefällt mir echt sehr, sehr gut. Und ja, mach doch mal die Haube auf. Erstmal reden wir mal über den Motor. Es kommt ja auf die inneren Werte. Ja, ja. Weil das ist schon, also 10 Gang ist natürlich schon brachial. Und die werden aber angetrieben über einen 8-Zylinder. 6,2 Liter. Ja. Ein 1,7 Liter Kompressor, der halt natürlich dementsprechend auch Hitze produziert, weil der umdreht halt echt viel, weil das ist ein kleiner Kompressor, also ist ein kleiner Kompressor. Dann also 6,2 Liter V8 ist schon ordentlich Dampf, ne? Also ich sag mal, die alten V8 so aus dem C63 und sowas, die produzieren schon Leistung, ja? Und da dann nochmal einen Kompressor drauf zu setzen, ja, auf Deutsch, das ist echt asozial. Das Ding hat richtig Druck. Wir haben 650 PS. 600, ja, 650 HP und 659 ist eigentlich 0,
99 irgendwas Umrechnung, aber 659 PS, ja. Rechnest dir hoch, wie du willst. 650 PS ist eine Ansage und über 800 Newtonmeter. 800, ich glaube 800 einer, ja, das ist... Ne? Also, das ist echt eine Ansage, muss ich auf sagen. Auf der Heckachse, ne? Ist natürlich so ein brutales... Es ist halt so ein brutales Vieh. Es ist wie so ein Biest. Ich nenne es Dinosaurier, weil die Dinger sterben aus. Ja. Das ist ein richtiger Dinosaurier, ja. Der so, oh ja, der einfach so will. Der einfach, ja, brutal. Für mich brutal. Andere Leute sind für was anderes gewohnt, aber ich finde es brutal. Ja. Wir haben dann praktisch noch den anderen Luftfilter eingebaut. Auch einfach, dass das Kompressorweinen noch so ein bisschen lauter wird. Ja. Ist es so ein bisschen voluminöser. Ja. Und dadurch, dass aber dieser Luftfilter einfach auch breiter ist, von 87 mm auf 95 mm, ist es praktisch, fehlt hier der Platz. Und deswegen hatte ich hier nochmal aus Carbon so Teile gebaut, dass praktisch der ganze vordere Teil... Achso, dass mit dem Kühler weiter nach vorne kommt? Dass es ein bisschen nach vorne kommt, weil das Ding sonst komplett da rein... Es ist auch schon schwierig hiermit, weil das Carbon, also es ist auch nachträglich hingemacht. Normal ist das Blech. Und dann habe ich hier nochmal Carbon reingemacht, aber da muss ich auch gucken, das ist einfach noch ein bisschen zu eng, weil dieser Luftfilter ist einfach... Pfiuh. Aber ich finde, das ist, schon ist schöner, ne? Also, von dem Sound her. Ist es. Das ist hier schon richtig. Ist schon so. Das ist schon Oschi. Gut, ich meine, du hast halt Hubraum. Also der verschlingt auch ein paar Bäume, ne, auf der Autobahn, wenn man da mal reintritt, was die so produzieren am Tag. Ja, ich habe geschaut, also wirklich im Durchschnitt ordentlich Durchsatz. Bin ich bei 14,9 Liter. Mhm. Ich finde, es geht dafür, dass es so eine Maschine ist. Da fährst du aber normal. Da fahre ich, es ist eigentlich so der Durchschnitt nach mehreren tausend Kilometern. Ja. Und ich bin eigentlich nicht so der Rentnerfahrer. Ja. Aber wir bewegen uns natürlich im legalen Bereich, ist ja klar. ja, klar. Aber der, immer. Der, ich immer, auch, immer. Ich habe dann auch direkt, weil der 1LE hat einen Vor-, also normalerweise der ZL1 hat das magnetische Fahrwerk drin, außer der 1LE. Der hat praktisch hier auch, dass man das einstellen kann. Der hat kein magnetisches. Das ist eigentlich viel zu hart für unsere, deswegen bauen viele ein KW3 rein. Aber ich behalte es so lange, bis es kaputt ist. Und bisher, ich finde es nicht verkehrt. Sturz. Und da sieht man, hier habe ich schon, die Werkstatt stellt man das immer gerne ein. Abhängig, ja. Wir haben ein bisschen brutaler eingestellt. Mehr auf meine Fahrweise für die Kurven. Und ich bin auch sehr zufrieden mit der Einstellung. Also das ist gut. Und die sagen, das Reifenbild ist auch gut, was auch immer das deuten mag. Die sagen, alles toll. Von daher, ja. Genau. Bereifung von den Dimensionen, Serie. Serie, ja. Aber du hast jetzt Michelin, der wird ja nicht mit Michelin ausgeliefert. Meist mit Semislicks. Mit der kriegt dann die Semislicks, ich glaube, die Goodyear sind da drauf, ne? Ich glaube, den G3R, ich glaube, sind Semislick hat natürlich ab Werk weniger Profil. Der hat dann keine 8,5 mm, die haben dann ab Werk irgendwas um die 4. Aber natürlich performt halt der Semislick, wenn er warm ist und auch den richtigen Reifendruck hat, performt ein Semislick gut. Ist halt natürlich die Frage, ob man immer in diesen Bereich kommt, dass du den halt auch wirklich warm fahren kannst. Und ja. Wenn du jetzt halt auch mal im Regen fährst und alles, ist halt teilweise ein Semislick auch eine Vollkatastrophe. Habe ich so ein bisschen gemerkt, ja. Deswegen, ist ja, schön was. Ist zwiespältig, je nachdem, wofür man den Reifen halt braucht. Genau, schön. Was ich noch geil finde, wir müssen jetzt ans Heck. Also das finde ich eine coole Nummer. Diese Haifischflosse obendrauf ist ja dann quasi die, auch wahrscheinlich die Antenne von dem Radio. Und wir sehen hinten eine kleine Kamera. Und wenn ich euch sage, dass das dann die Rückfahrkamera ist. Die haben wir ja. Nochmal zusätzlich. Ne? Also das heißt, das ist die Kamera für den Innenspiegel, der ein Display eigentlich ist. Das heißt, der Innenspiegel ist ein TFT-Bildschirm, wo du dann das Bild digital siehst, kannst es aber noch umstellen als normalen Spiegel. Ja. Ne? Genau. Und hast nochmal zusätzlich die Rückfahrkamera, die dann aktiviert wird natürlich. Die ist dann über den Rückwärtsgang. Unten, wie man es klassisch kennt. Ja. Und es gibt manche Modelle, die haben das im Rückspiegel, Heckflügel. Im Heckflügel drin, aber nicht beim 1LE. Das ist dann praktisch da. Toll ist, es ist ja keine physikalische Reflexion. Das bedeutet, egal wie, also erstmal, ich sehe ja damit nie den Heckflügel. Das ist so eingestellt, dass es über den Heckflügel rausgeht und ein bisschen zoomt.
Das heißt, ich kann rein theoretisch, was ich natürlich nicht mache, die Leute beobachten, aber die können unmöglich sehen, dass ich das mache, weil es keine physikalische Spiegelung ist. Das schon. Hab aber gemerkt, auf der Rennstrecke, ich meine, so viel fahre ich nicht drauf, dass ich weniger aus dem Augenwinkel mitbekomme, wenn ein Auto da ist. Mhm. Ich weiß nicht, geht vielleicht nur mir so, aber ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen weniger ist. Dass ich ein bisschen weniger so das so praktisch mitbekomme. Also den Innenspiegel müssen wir gleich definitiv zeigen. Der Heckflügel ist bei dem ZL1, für mich ist es immer irgendwie eine der, ich weiß nicht warum, es ist ja der Camaro, aber ja. Heckflügel ist Serie. Wir haben ein 1LE-Paket, ja. Ja. Das heißt 1LE. Also Wahnsinn. Wenn du dir die Form anguckst, der kann richtig was. Also der Heckflügel, der gefällt mir sehr, sehr gut. Ist leider nicht einstellbar, aber ich glaube, man muss es ja nicht übertreiben. Es ist auf jeden Fall angenehm. Ja. Wir haben ein paar Änderungen, die beim 1LE kommen. Ja. So haben wir zum Beispiel auch so eine, ich glaube, eine Plexiglas-Scheibe hinten drauf beim 1LE. Ja. Die Sechsgang-Handschaltung hätte man sie, hätte eine andere Übersetzung. Ich glaube, der sechste Gang ist kürzer. Wir haben ein anderes Fahrwerk, andere Stabis, die einstellbar sind. Und generell das Fahrwerk ist mit den Domlagern einstellbar. Ja, genau. Und gibt so ein paar Änderungen. Krass. Farbe, mega geil. Warum? Was ist denn das jetzt? Also Gelb, ich meine, grün? Es gibt ihn ja als Schockfarbe. Das ist dann Gloss, ganz normal Lack. Es geht so in die Richtung. Aber ich habe mir ja nur schwarz. Ich hatte überlegt, den so zu bestellen, aber im Endeffekt, ich hatte ja nur die Wahl zwischen weißen und schwarzen Zettel 1. Eine andere Farbe drauf gemacht. Ja. So Caribbean Frozen Sea. So schön. Problem ist nur, die Farbe ist so, je nach Blickwinkel sieht es mal gut aus oder sie kommt komplett blöd rüber. Und die Farben, die normal so grell sind, so neonmäßig, die fluoreszierend normalerweise sind, die bleichen halt aus. Und da hat der Verlierer gesagt, du bist so penibel, die mache ich dir nicht drauf. Nee, will ich nicht. Aber jetzt kam dann irgendwann die und die ist nicht fluoreszierend. Also okay, die will ich haben. Direkt. Und wenig später, sage ich mal, drauf. Passt. Mega auf das Auto. Sieht ähnlich aus wie die Schockfarbe, ist aber viel greller und matt. Gefällt mir echt gut. Also die Kontur kommt super zur Geltung in der Farbe von dem Fahrzeug. Es ist auch stimmig mit den ganzen Carbon-Teilen. Das Auto gefällt mir so sehr gut, wie du den hergerichtet hast, muss ich sagen. Also die ganzen, freut mich zu die ganzen Ecken und Sicken, die das Fahrzeug hat, die Form an sich ist richtig nice. Und wie gesagt, halt die Front ist halt einfach, also wenn du das Auto im Rückspiegel siehst, machst du definitiv Platz. Also der saugt dich ja weg, ne, vom Gefühl her. Das ist schon geil. Ich bin echt mega gespannt gleich mal auf die Fahrt. Aber jetzt würde ich sagen, gucken wir uns den Innenraum an, weil der ist echt schick. Let's go! So, hier sehen wir das Fahrzeug einmal von innen. Schön Alcantara-Applikation, mega aufgeräumt das Auto. Du sitzt sehr sportlich in dem Fahrzeug und die Recaro-Sitze, Halbschale, finde ich richtig schick. Das kommt sehr, sehr gut bei dem Fahrzeug. Also auch von innen wirklich ein Highlight. Innen angekommen beim Innenspiegel und wir demonstrieren jetzt mal, was die Kamera hinten zeigt. Nehme ich den Hassan, wie er hinten fröhlich hoch und runter hüpfelt und die normale Reflexion würde in dem Fall das natürlich nicht zeigen. Und so sehen wir viel besser den Verkehr von hinten und können den besser beobachten. Wir haben außerdem einen Performance Data Recorder. So können wir jederzeit alles aufnehmen, ein bisschen wie eine Dashcam, würde ich sagen. Es nimmt aber Dinge für die Rennstrecke auf. Wir sind jetzt hier nicht auf einer Rennstrecke unterwegs gewesen, aber wir sehen die Gehkräfte, wie viel Umdrehungen momentan der Motor dreht. Wir sehen aus, in welchem Modus wir waren. Und wichtig ist auch, wir sehen sowas wie das Ausbrechen, wenn das Auto eingreift und das Symbol kommt, dieses Schleiersymbol, sehen wir auch. Das heißt, wir können im Nachhinein genau nochmal kontrollieren, da bin ich zu schnell gewesen, hier habe ich die Q-Ideal-Linie nicht so richtig genommen und das ist dafür da, um das zu analysieren. So Freunde, jetzt habt ihr die Details von dem Camaro ZL1. Wir haben das Auto uns von außen angeschaut, ihr wisst, wie die Kiste von innen aussieht, wir wissen, was das Ding an Dampf hat, dann bleibt nur noch eins. Ich steige ein und fahre und danach, so wie ihr uns kennt, ein geiler Carporn. Also, let's go! Ich sehe, du tastest dich ran. Ja. Wir haben natürlich einen kalten Motor, das Autos, muss man immer dazu sagen. Autos werden warm gefahren, es wird erstmal geguckt, was wie wo funktioniert.
Richtig. Ballert es nichts. So, was sehen wir hier? Öl, Druck. Oder Wassertemperatur? Ja. Dann Sprit und Kompressor. Das beobachte ich immer ganz gern. Kompressor ist. Wahrscheinlich der Ladedruck oder was das soll. Ja, nee. Sollte ich. Weil ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau. Ich weiß nur. Also die Einheit sagt mir jetzt halt nichts. Minus 100 bis 100. Also kann auch nicht PSI sein. Gute Frage. Müssen wir die Ingenieure mal fragen, was sie sich bei dem Camaro gedacht haben. Ich weiß nur, dass die, ja, wenn es kein Zettel 1 ist, gibt es, weil da kein Kompressor ist, ist da nicht drauf. Das, Wahnsinn. Aber ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, was genau. Ich beobachte nur, wenn ich Gas gebe, dass das Ding halt voll so, ja, voll so ausschlägt. Aber warum das jetzt zum Beispiel dann bei Null ist, ist mir auch so ein Rätsel. Lenkradheizung haben wir auch. Sehr schön für einen Sportwagen. Das ist schon ungewöhnlich. Und Sitzlüftung. Ja. Sitzlüftung, die Sitzlüftung ist, soll ich sie mal haben? Wir haben jetzt gerade 23 Grad eingestellt. Ja, besser nicht, ich habe gestern Boden gegessen. Also Sitzlüftung, Sitzheizung. Das heißt, wir haben ordentliche Ausstattung in einem. Ist das eigentlich Muscle Car? Das ist eigentlich, glaube ich, ein Pony Car, aber ich finde, er sieht gar nicht so. Ich persönlich bin der Meinung, er sieht gar nicht so amerikanisch aus. So, ja, das stimmt. Irgendwie nicht so ganz. Weil wenn es ich ist, aber protzig, es ist ja kein Sportwagen, wie man halt kennt. Ich sag mal, wie ein R8 oder. Ja, McLaren ist ja nicht mehr der normale Sportwagen. Ja, Sport, das ist ja schon brutal. Ich finde zum Beispiel so Muscle Car, denke ich an Challenger. Ja. Das ist halt so richtig brutal, so richtig geil Muscle Car. Und hier, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie ich ihn selbst zuordnen soll. Aber interessant natürlich trotzdem, dass man in einem irgendwie schon Sportwagen Sitzlüftung hat. Ja. Das ist halt irgendwie immer wieder merkwürdig. Das ist auch schick verarbeitet. Also ich finde das schon mega, muss ich echt sagen. Also ich bin, oder man ist von den Amis anderes gewohnt. Ja, das hat man. 2016 hat das so ein bisschen angefangen, dass ich finde, es ist ein großer Sprung. Auch Mustang und Camaro von der Generation 5 auf 6, finde ich, hat es einen großen Sprung gemacht. Ja. Also das finde ich auch toll und ich werde oft damit konfrontiert, sage ich mal, mit genau Spaltmaßen und das ist schlecht. Und ich nehme gerne immer Leute mit und sage, guck, schau mal selbst, ja, ob das immer noch so krass ist. Es ist immer noch nicht wie jetzt ein deutsches Auto, aber es ist schon auf jeden Fall viel besser geworden. Also wir wollen mal sagen, die deutschen Autos werden mit der Zeit auch schlechter, habe ich die Erfahrung gemacht. Es ist nicht mehr das Made in Germany, was wir vor Jahren hatten, weil überall mehr gespart wird. Farbe wird weggelassen, wo du nicht direkt hinguckst und das muss man ganz klar sagen. Ja. Und trotzdem werden die Autos teurer. Ich bin auch jetzt kein Freund mehr von den standarddeutschen Fahrzeugen, obwohl die an sich qualitativ immer noch gut sind. Aber es ist nicht mehr der Riesenunterschied zu anderen Marken. Das ist meine persönliche Meinung. Ja. Und man muss auch immer schauen, was kriege ich fürs Geld. Ich fahre privat auch als Family Car halt so ein Hyundai Santa Fe. Weiß ich nicht. Also ich finde, Preis-Leistung ist das ein super Auto. Ganz einfach, ja, fertig. Ne? So, dafür kriegst du einen halben Passat oder wie auch immer. Und der ist aber auch dafür nur halb so groß und ja, kann auch halt eigentlich nichts. Ne? Ja, das ist halt immer, ja. Ja gut, es gibt ein paar Interessantes auch, wenn man sich zum Beispiel so ein Zettel 1 dann bestellt, da bestellt man sich so die 1LE Extreme Package noch praktisch dazu, aber es gibt nicht so viele Auswahlmöglichkeiten. Was für ein Ding? Dieses Extreme Package, das ist mit diesem ganzen, was die Ausstattung, die größte Ausstattung. Genau, das ist dieses Extreme mit dem Heckflügel, mit der Theke hinten und dann auch, da hat er auch das Carbon, der Motor, so ein paar Sachen. Und das ist ja praktisch, also es gibt nicht viel zu bestellen. Ja. Dieses Teil hier ist tatsächlich eine Sache, die man bestellen kann. Was ich tatsächlich schade finde, ich habe das Auto, ich habe damals das vorkontrolliert gekauft, ja, weil einfach die so selten, also es ist so schwierig, die zu bekommen und die Wartezeiten sind dann auch abnormal. Gerade in der Corona-Zeit, als ich ihn gekauft hatte, ja, war das halt etwas schwierig. Und da habe ich Glück gehabt, der kam genau in Schwarz. Und hat halt einfach vieles schon gehabt, leider nicht die roten Gurte. Also man kann die Gurte vom Werk rot bekommen. Okay. Leider habe ich diese Variante nicht. Das passt, weil wir haben ja hier
viel auch rot im Endeffekt mit dem Stitching. Ja. Aber ja gut, im Endeffekt ist die Frage, wie es jetzt wäre mit dem, mit der auffälligen gelb-grünen, ja, Neonfarbe, ist natürlich die Frage, vielleicht ist es schon, gar nicht so das, schlecht, ja, das dass es schon nicht stechen. Ne? Ich finde es auch, also ich finde es schöner, wenn es halt innen dann ein bisschen neutraler ist, wenn du außen halt stark protzt, ne, mit der Farbe. Sonst, es muss ja auch mit dem, mit dem grünen Touch muss es ja, oder grün, Neon, Gelb, Grün, wie auch immer, muss es auch ja harmonieren. Ne? Deswegen, ich finde es gar nicht so schlecht. Ja. Geil finde ich auch auf jeden Fall, wie die das gelöst haben mit den, der Temperatureinstellung von den Lüftern. Da hast du hier das Riesenrad und kannst dann hier, ne, das springt auch im Display das dann um, kannst dann hier direkt sehen, wie viel Grad du eingestellt hast. Das ist eigentlich ein cooles Gimmick. Also sind so ein paar kleine Feinheiten an dem Auto, die ich echt nice finde, wie sie das gelöst haben. Ja. Ich glaube, Audi hat das auch mittlerweile in einem TT, glaube ich. In dem aktuellen TT müsste das auch so sein. Ja. Hat auf jeden Fall was, gefällt mir ganz gut. Also im Grunde genommen echt schönes Auto. Das Lenkrad ist Serie so. Ja. Also Serie auch Alcantara. Das ist, wenn ihr jetzt ein ZL1 habt, dann ist es Serie Alcantara. Ja, ja, ich meine, was willst du mehr? Das ist schon schick. Ich merke immer da, wo ich immer praktisch meine Hand habe, merke ich dann schon, dass das so... Ja. Ja, es ist, ich habe auch keine Lust, das so abzunutzen. Ja. Der Wagen, ich bin jetzt 10.000 Kilometer gefahren. Und man merkt schon, ich habe den jetzt gestern natürlich nochmal schön sauber gemacht. Und habe schon gemerkt, man muss viel beim Lenkrad viel schrubben, dass diese, dass es halt wieder wirklich angenehm aussieht. Das, ja. Das hat Alcantara. Aber ich finde, es ist angenehm, es macht, finde ich persönlich auch, einen guten Eindruck. Die Farbe kann man tatsächlich einstellen von den Türen. Ja, das beleuchtet hier, das sehe ich jetzt gerade. Das kannte ich gar nicht vorher. Genau, können wir praktisch hier in dem, da gibt es hier, das drückt natürlich falsch. Bist du aufgeregt oder was? Ja, es ist hier, wenn man der Fahrt ist, es ist so wild. Ambient-Lighting. Und da kann man praktisch das schön einstellen und kann auch Farbübergänge machen. Das heißt, wenn wir dann so grün-rot irgendwas machen, müsste er mit der Zeit da switcht er so ein bisschen mal. Ich kann es auch hier einfach zeigen. Switcht er dann praktisch hier oben. Dann haben wir hier so. Sogar mit Verlauf. Geil. Aber ich habe immer eigentlich. Man kann es auch machen, dass es je nachdem, welchen Mode wir einstellen, dass es dann die Farbe dann auch passend ändert. Ich mag immer gern diese Farbe. Ein bisschen mit dem Übergang. Das kam auch erst die etwas, also die trotzdem neuen, aber erst glaube ich ab 2020, 2021 gibt es auch Farbübergänge. Bin ich der Meinung. Früher hatte, also ein Jahr davor gab es das glaube ich noch nicht. Da haben wir hier ein bisschen dann Farbe. Das ist echt schick. Kann man echt nicht sagen. Fußraumbeleuchtung, haben wir die dann auch? Oder hat er die das in den Ehrlich gesagt, eine gute Frage. Wieso sind die abends gefahren? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Er guckt sich seine Füße nicht an, ey, was ist da los? Ehrlich gesagt, Schnürsenkel noch. Bin ich mir nicht sicher, ob der da eine Beleuchtung hat. Menschen mit Klett. Was man sagen muss, was so richtig Opel-mäßig ist, sind einfach die... Ja, das stimmt. Die Teile, es ist einfach so richtig. Die kennen wir irgendwo, ja. Ist das Vectra? So, ich weiß, ich glaube einfach Opel, weil damals GM noch zu Opel gehört hatte, wenn ich mich recht entsinne. Das ist schon Fail. Also die habe ich auch schon gesehen. Jetzt, wo du es sagst, habe ich gar nicht drauf geachtet, weil die relativ gut versteckt sind hinterm Lenkrad. Aber jetzt, wo du es sagst... Es war, glaube ich, damals, als der EU Camaro kam, die 6. Generation, da waren, glaube ich, 70% des Autos kam von extra für Camaro. Das heißt, 30% sind Opel. Ja. Ich lege nicht die Hand dafür ins Feuer. Das ist nur meine persönliche Idee. Ja. Ich kann mir vorstellen, wenn ich mich recht entsinne, müssten die drei, zumindest irgendwo mal, kann ja auch GM, kann ja auch Cadillac sein. Muss ja nicht Opel sein, kann ja, auch mit anderen Dingen sein. Die Hebel, das erinnert mich schon, oder die Schalthebel, die erinnern mich schon an Opel. Aber ich kann es jetzt gar nicht sagen, in welchem Auto ich die gesehen habe. Aber, jo. So, du hast vorhin den Mode angesprochen, die verschiedenen Modis, die wir haben. Was haben wir denn da? Wir haben Tour. Ich drück einfach mal drauf rum hier. Was passiert denn wir da? Wir haben Tour, dann haben wir Sport, Track und Snow Ice. Und wir haben tatsächlich beim ZL1 haben wir noch ein Menü, ein Untermenü.
Oh. Und dort kann man praktisch dann, glaube ich, Wet oder Sport 1, Sport 2, Wet und sowas einstellen. Ich glaube, da müsste ich mich gerade erinnern, wie wir da reinkommen. Ich glaube, wir müssen auf Track gehen. Noch eins. Und ich glaube, wir müssten dann... Guckt der oder was? Wir müssten dann praktisch, glaube ich... Okay, er schaltet schon mal viel später. Im Automatikmodus noch. Ich bin ja immer noch fasziniert. Wir haben ja gerade schon erwähnt, was das für Getriebe ist. Ey Leute, 10 Gänge. Das ist gestört. Das ist echt. Jetzt ist der garstig, der Wagen. Mann, Matthias. Ey, 10 Gänge. Welches Auto hat denn noch 10 Gänge? Mustang. Der Mustang hat das. Der Mustang auch. Hat das gleiche Getriebe, nur als gedreht. Irgendwas ist gedreht. Ja. Und hat, glaube ich, hält 100 Newtonmeter weniger aus. Aber im Grunde genommen ist es das gleiche Getriebe. GM hat es mit Ford zusammengebaut. Aber im Mustang gab es nicht den Motor. Nein. Also den ZL1-Antriebsstrang an sich, den kompletten, gibt es nur hier. Und in der Corvette. Weil die Corvette hat praktisch die Ölwanne, hat sie, das ist anders, Zugumlaufschmierung, so heißt es. Ich bin nicht vom Fach. Ja. Also steinig mich nicht dafür. Aber der hat ja praktisch die Wanne und die. Und die Corvette würde ja praktisch hat eine Auster, genau, hat so ein, ja. So ein extra, okay. Extra Ding, wie auch immer es heißt. Also du weißt es besser. Wahrscheinlich eine Trockensumpfschmierung. Ich habe es auch genau, nicht belesen gleich. Mit der Corvette, muss ich sagen, aber ja, könnte ich mir bei der Corvette vorstellen. Das hatten die schon öfters gehabt. Ja, krass. Schalte da ein. Schalte brauchen wir nicht. Aber jetzt ist es auch warm, oder? Jetzt ist es warm, ja. Dürfen wir jetzt mal ich reintreten? Ich glaube, ich würde schon ein bisschen mehr reintreten. Weil ich hätte schon ein bisschen Bock, mal zu gucken, was da jetzt passiert, wenn ich hier war. Also ich bin jetzt mal auf manuell gegangen. Aus dem dritten raus, oder? Ja, ja, aber das ist... Ach, einfach immer hin. Wollen wir mal. Ne? Ja, du kannst mal. Es ist anstrengend, im Auto neben dran zu. Was müssen die Leute bei mir mitmachen? Okay, ich entschuldige mich bei meinen Freunden, die ich immer drangsaliere. Geil! Oh fuck, es ist heftig. Das ist gut. Ich weiß schon, warum ich sonst selbst fahre. Und die Klappe ist aufgegangen. Die Klappe müsste aber immer auf sein. Die ist immer auf, okay. Dann bin ich vorhin vielleicht zu lasch gefahren, aber das schon. Zwei ist, also aus dem dritten Gang ist schon geil. Denk dran, die Dinger, ja, okay. Was für Dinger? Nix. Ey, ich bin gut versichert, mach dir keine Sorgen. Ja, aber ich bin bei der HUK24 versichert. Sie zahlt alles, was ich kaputt mache. Komm, ich lasche jetzt nochmal rein, das ist geil. Oh. Das ist krank. Oi, oi, oi. Alter Vater. Yeah, oh. Auch so ein Ding. Also lass doch mal ein super Vatertagsgeschenk. Ich muss sagen, ich bin kein guter Beifahrer. Wow. Zu sagen, ich kann nichts oder was. Doch, du kannst fahren, aber es ist für mich als Beifahrer. Also wir hatten ordentlich Wheelspin aus dem zweiten raus. Gut, yeah. Die Reifen sind jetzt nicht richtig warm, klar, aber aus dem zweiten raus hat er schon ein bisschen getänzelt. Und das, also das ist krass. Du hast halt Drehmoment aus dem großen V8 und dann halt noch den Kompressor, der den nochmal zwangsbeatmet. Das ist schon, also die Kombi ist schon übel, finde ich. Das ist schon geil. Der kommt unten rum, hat der wirklich durch den Kompressor, hat der Punch. Und du hast halt durch den Hubraum. Das ist schon. Ich bin echt positiv überrascht. Das ist schon. Mich zu hören. Das ist echt gut. Aber ich finde trotzdem von dem Wiemann praktisch, da muss schon viel aufpassen. Also der ist schon begeistert, ja, davon, wirklich auszubrechen. Wir haben eine, ja, das elektrische Differential, das macht die Sache so ein bisschen. Macht die Sache so ein bisschen leichter. Ja, aber sonst hättest du ja wahrscheinlich gar keinen Vortrieb. Also wenn du da jetzt gar keinen Diff drin hättest. Also das ist schon. Das ist, funktioniert gut, muss ich sagen. Es funktioniert echt gut. Ne? Und ich habe auch Shift Lights noch gesehen. Also das heißt, er blendet dir sogar ein, wann du zu schalten hast, bevor du im Begrenzer gelandet bist. Weiß nicht, ob er das immer macht, aber wahrscheinlich nur im Trick-Modus. Kann ich echt gar nicht sagen. Aber, okay, aber du kennst dein Auto, oder? Ja, ich muss auch sagen, ich habe selbst auf der Rennstrecke habe ich selten Track-Modus drin. Weil ich, ja, freue mich oft, der greift gut ein. Also das muss ich sagen, er hilft mir viel dabei. Ich würde nicht sagen, manchmal ist es ein Tour, ist es zu krass, dann greift er halt direkt ein und gibt mir dann keine Leistung, ja, was ich dann nicht will. Aber ich sag mal, so in normalen Fahrten ist es überhaupt nicht störend. Aber wenn man halt wirklich sagen, wir will ein bisschen die Sachen
locker haben, geht mein Tourmodus, dann ist es auch. Für mich reicht der Tourmodus meistens aus. Und nur wenn ich wirklich sage, okay, ich will jetzt aber, rege mich bitte nicht so extrem runter, dann ist Sportmodus eigentlich dicker ausreichend. Und ich sage mal für den Track, das Auto kann ja viel mehr als ich. Also, das. Ja, gut, ich meine, an so ein Ungetüm muss man sich natürlich auch rantasten, ne? Ja. Du hast Drehmoment ohne Ende, was haben wir ja schon gesagt. Was haben wir für einen Drehmoment? 881 Newtonmeter Stock. Das ist halt schon, Werksangabe schon ordentlich, ne? 880 Newton und eine Leistung von weit über 600 PS. Ja, 650 HP und 659 PS, ja. Ja. So, und dann auf Heck. Ja, das ist natürlich 325, natürlich soll ich es umsetzen. Standardmäßig kommt er ja mit Semislicks, aber ich finde jetzt für den Sommer rein, für die normale Straße, komme ich besser zurecht. Weil einfach die Temperaturen nicht so extrem brauchen, wie das sind vielleicht auch die Semi-Sticks so vom Werk kommen. Kann ich nicht sagen. Irgendwann probiere ich mal. Du kannst natürlich immer ein bisschen spielen, dass es ein bisschen besser funktioniert. Aber trotzdem hast du ja die Leistung am Heck anbieten. Wir reden ja nicht von einem Allrad. Also mein RS6 lässt sich ja viel einfacher fahren, weil du über Allrad fährst. Das ist ja ein ganz anderes Fahren, wenn du jetzt halt mal beschleunigst. Natürlich ist ja das Allrad aber auch ein bisschen, bei der R6 wiegt natürlich auch eine Tonne, ne? Ist ja das aber auch im Weg, der Allradantrieb, der R6 ist ja schweineschwer. Also für die Rennstrecke ist das ja überhaupt nichts. Ich habe es mal probiert, vergiss es, keine Chance. Also da bringt ja auch keine Carbonbremse was von über 400 mm und ich konnte es halt nicht lassen. Ich bin halt einmal drüber gefahren. Ich habe gesagt, ey, das muss ich jetzt mal machen. Ja, geht gar nicht. Ja. Der Kumpel saß dabei. Wir haben eine halbe Runde gefahren und dann sagt er, warte mal, riechst du das? Ich so, ja, ich riech was. Er so, was ist denn das? Ich habe gesagt, ey, das ist Öl, Reifen, Bremse. Ich so, ich riech, glaube ich, gefühlt gerade alles an dem Auto. Okay, ja, okay. Das ist, ja. Also Längsdynamik natürlich geil. Querdynamik mit so einem Auto. Logischerweise muss man auch sagen, ist halt kein Wagen für die Rennstrecke, Katastrophe. Ja. Und wenn du dann halt in Anker gehst, hast du das Gefühl, du hast halt noch einen 2-Tonnen Anhänger hinten dran, weil da passiert irgendwann trotz der Bremse einfach nichts. Ja, das ist schon auch ein bekanntes Problem. Aber das Auto ist nicht für die Rennstrecke. Ich liebe den Wagen immer noch und vermisse das Auto. Ich habe mir verkauft und ja, aber hier hast du auf jeden Fall mehr ein Fahrzeug, was einem in die Sportwagen-Kategorie Einzug geht. Ist interessant, die sind ja damals mit der 6-Gang-Handschaltung 716 gefahren, GM. Die haben das Video auch veröffentlicht. Das heißt, es ist ja irgendwie möglich, aber wenn ich fahre... 716 sind sie gefahren. Das ist aber schon eine Hausnummer. Und da bin ich... Ich finde auch in dem Video, wenn ich das jetzt so sehe, wo man das Auto selbst fährt, denke ich so, wieso ist der nicht rausgeflogen? Das ist schon... Wie krank er einfach gefahren ist. Das ist, glaube ich, ja ein Werksfahrer von denen. Ja. Will Weiss oder so? Ich weiß mir nicht mehr. Auf jeden Fall, das ist wirklich brutal, wie der ans Limit geht. Das würde ich mich nie trauen. Ich weiß, ich würde rausfliegen aber, und aber raufgehen. Aber umgebaut oder mit dem Straßenauto? Ein Straßenauto, komplett, ja. Straßenauto. Komplett Straßenauto. Also so wie ich ihn bestellt habe. Also auch nicht leergeräumt, erleichtert. Nicht leergeräumt, nein, wirklich. Es muss ja eigentlich, müsste offiziell, man sieht ja das Video, das kann sich jeder mal angucken. Und der fährt so, für mich, so krank am Limit. Wahnsinn. Ja, also, das ist natürlich schon das ist das brutal Gewicht mit dem Vieh. Das ist ja ordentlich in dem Auto. Ne? Über 1,7 Tonnen ist natürlich schon ordentlich Gewicht. Das ist Gewicht, ja. Und der, aber wie der damit fährt, das ich sehe da so, wow, okay. Ich kann gar nicht, deswegen sage ich auch, dieses Auto kann ja viel mehr, als ich halt kann. Ja, dieses Auto, und es hilft mir so oft in Sachen, wo ich sage, oh, gut, dass der eingegriffen hat. Wie ich da gerade rumgeheizt bin, wow, gut. Geil. Deswegen sage ich, wenn man das kann, ist das Ding, ich habe Freunde, die fahren damit auf der Rennstrecke regelmäßig. Ja. Die können halt auch richtig gut fahren und die fahren damit Spitzenzeiten. Also die sind wirklich, die können es. Also fahren wir jetzt zum Ring. Die fahren, da fahre ich nicht neben, da sitze ich nicht neben dran. Mir ist ja die Beschleunigung. Ich muss, das ist Wahnsinn. Kannst du auch von draußen winken. Das auch. Ich habe als Alltagsding so einen Elektrowagen und da nerve ich auch alle Leute. Und ich weiß jetzt, wie die drangsaliert werden, wenn man da neben dran sitzt. Und die sitzen da ganz gechillt, so völlig unbeeindruckt. Die fangen vielleicht an zu lächeln. Die sind das so gewohnt, das tägliche. Dieses Drangsalieren von mir, Wahnsinn. Muss man mögen.
So, ich fahre dann doch lieber selbst. Jetzt den Sparco Pro 2000 Sitz in Verbindung mit 3 Zoll UMP Gurten, natürlich auch mit ECE Zulassung und der Recaro Konsole. So war es mit mir auch abgesprochen. Das, was